traurige Enthüllung von Lotto Chico. Eine Betrügerin tischte ihm eine Lügengeschichte auf, um an sein Geld zu kommen. Vor anderthalb Jahren knackte Kürsat Yildirim, 43, alias Lotto Chico den Jackpot und gewann knapp 10 Millionen Euro. Seitdem verprasst er seine Kohle für Luxusautos, Designerklamotten und teure Uhren. Doch der Geldsegen hat auch seine Schattenseiten. Jetzt wurde Lotto Chico Opfer von einer dreisten Betrügerin. Lotto Chico, das war unheimlich unverschämt. Kürsat hat nach seinem Millionengewinn nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Ich wurde schon richtig belogen, das habe ich im Nachhinein herausbekommen. Ich bin jetzt vorsichtig, verrät er jetzt im Interview mit der Bild. Monatelang unterstütze er eine angeblich hilfsbedürftige Frau, bezahlte ihr Lebensmittel. Eine Frau kam auf mich zu, sie sagte, sie hätte durch einen Autounfall ihre ganze Familie verloren. Eltern tot, Kind und Bruder auch verloren. Ihr Wunsch war für mich Pillepalle. Sie wollte bloß einen Einkaufswagen vollmachen. Ich sagte, sie könnte auch zwei oder drei bis oben vollmachen. Doch dann kam er ihr auf die Schliche. Sie hat mich angelogen. Sie hatte Familie und Kinder. Das war unheimlich unverschämt, erzählt Lotto Chico traurig. Anzeige. Das war nicht die einzige unschöne Situation für den Neumillionär. Mittlerweile hat er ganz klare Grenzen gesetzt. Lottoscheine sollte ich auch ausfüllen. Das mache ich aber nicht. Wo fängt das an, wo hört das auf? Entweder ich mache für alle Lottoscheine oder für keinen, stellt Chico klar. Er selbst würde aber weiterhin regelmäßig Lotto spielen. Zuletzt gab er 3.700 Euro für neue Scheine im Monat aus. Ich habe im Gefühl, dass da nochmal was kommt.